Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute Freitag, den 17. November, zu einer frisch gepressten Sendung für euch aus Frankfurt. Warum ist das Bild falsch? Das ist doch das Bild, was wir wollten. So, jetzt geht's richtig weiter. Die Themen, die wir heute für euch frisch gepresst haben, sind: Kofferdiebe bekommen lebenslanges Flughafenverbot. Der Hamburger Flughafen steppt up das Game, wenn es um die Sicherheit am Flughafen geht. Also quasi für die Leute, die mit dem Auto durchfahren wollen durch den Zaun, das soll nicht mehr gehen. Air India bekommt alle 6 Tage ein neues Flugzeug und festhalten, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, Lufthansa hat wohl das Problem mit der Slot-Abgabe in Frankfurt und München für die ITA-Übernahme vom Tisch bekommen. Und haben wir noch irgendwas? Ja, Qatar Privilege Club. Wer kein Mitglied dort ist, kann 5000 Punkte bekommen. Oh, geiler Schatten. Geil. Kann man Schattenspiele machen. Wink, wink, wink. Aber ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie es Krokodil geht? Cool. Aber so ist das, wenn man mit dem Hotellicht arbeiten muss. Jetzt seid ihr dran. Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Und ich werde wahrscheinlich zu jedem Thema eine Frage des Tages formulieren, weil ich habe noch keine Frage des Tages formuliert. Also, Kanalmitgliedschaft übrigens noch. Und heute Abend Stammtisch. Also wer noch kommen möchte, kann ich jetzt ehrlicherweise gar nicht sagen. Haben wir noch Platz, Sven? Ja. Sven hat noch einen Platz, weil... Einer hat abgesagt. Aber nun gut, so ist das halt. Er muss in Hamburg arbeiten. Wenn du das siehst, du weißt, wer du bist. Ja. Wir dürfen leider keine Namen nennen. So, ich habe aber das Gefühl, er schreibt mir direkt schon eine E-Mail. So, das erste Thema. Wir haben 2 Minuten 48. Dann kommt das direkt ran. Und zwar, der Hamburger Flughafen ist ja quasi unbeabsichtigt berühmt geworden, weil dort ein Geiselnehmer seinen Weg durch das Crashtor gemacht hat. Jetzt möchte der Flughafen in Hamburg den Sicherheitsbereich besser sichern und möchte massive Toranlagen einbauen lassen. Eine massive Toranlage ist so, dass dort zahlreiche zusätzliche Abwehrmaßnahmen installiert werden. Es wird natürlich nicht gesagt, um was es sich handelt. Aber ich glaube mal, dass man so eine Art Einfahrschutz macht. Wir kennen das ja vom Militärgelände, wir kennen das ja vom Gelände in Berlin. Wenn man das sieht, da hat man ja solche Teile, die einfach hochgehen. Ich habe da mal so ein YouTube-Video gesehen, Poller, die auch hochschießen oder oben sind. Und wenn ein LKW durchfährt und der LKW wird quasi zusammengedrückt, also es ist schon richtig krass, was diese Dinger aushalten. Und der Flughafen macht das natürlich einmal präventiv, aber der Bund kann natürlich jetzt auch, und wir haben ja unseren Herrn Wissing, der da gesagt hat, man muss mehr Sicherheit treiben, wenn da mehr Bedingungen kommen, dann wird der Hamburger Flughafen das auch gerne machen. Ich mache das immer aus dem E-Mail. Jetzt die erste Frage des Tages. Findet ihr solche massiven Toranlagen eigentlich wichtig, dass die gebaut werden? Oder beziehungsweise eher andersrum? Es wundert mich, dass die noch nicht da sind. Findet ihr das auch oder ist das einfach jetzt dumm gelaufen? Also da bin ich mal gespannt, ob ihr euch auch wundert, warum die Toranlagen nicht schon vorher massiv dort waren. Was auch massiv ist, das sind die Freunde von Air India. Die haben ja Flugzeuge bestellt, als ob die nichts kosten. Und seitdem Tata dort am Start ist, geht das richtig Rambazamba. Man möchte die Kabinen optimieren, verbessern. Man möchte also das Produkt verbessern, was in meinen Augen super ist, dass es gemacht wird. Aber es wird jetzt der erste A350-900 ausgeliefert und danach geht das zack, 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 zack. Und zwar im Schnitt
alle 6 Tage in den kommenden 18 Monaten gibt es ein neues Flugzeug für Air India. Das ist eine riesen logistische Leistung in meinen Augen, wenn man überlegt, dass du alle 6 Wochen, nee, Quatsch, 6 Tage, 6 Wochen, 6 Tage ein neues Flugzeug bekommst, weil die müssen ja gecheckt werden. Es ist ein richtiger technischer Aufwand, wenn so ein Flugzeug abgenommen wird und so weiter und so fort. Heißt also 140 320 Neo 70 A321 Neo, 6 350 934 A350 1000, 190 737 MAX, 20 787 und 10 777X von Boeing. Gut, die X sind nicht in Gefahr, dass sie im Moment ausgeliefert werden, aber trotzdem, das ist schon krass. Und diese neuen Flugzeuge, ich finde das krass, also 6 Tage. Wie findet ihr das? Das ist jetzt die zweite Frage des Tages. Wie findet ihr das bei Air India, dass dort so viel investiert wird in die neue Flotte? Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist ja, wenn man ehrlich ist, inwieweit das bei der Lufthansa oder sowas, wenn die ein neues Produkt einführen, vielleicht die auch ein besseres Produkt haben, finde ich schon krass. Also, ich weiß nicht, Allegris sieht irgendwie alt aus, aber ich bin mal gespannt, wie das Produkt aussehen wird. Nachdem wir uns direkt hier wieder lustig gemacht haben über die Lufthansa, kommt auch die Lufthansa als Thema. Und zwar das Thema ist hier, dass man bei Hansens wieder aufatmen kann. Nachdem die EU ja gesagt hat, nee, wir machen das alles schwieriger, wenn ihr übernehmen wollt, bla bla bla, dann müssen Slots her und wir wollen wirklich euch bluten sehen. Und das Thema ist jetzt vom Tisch. Da muss man doch ehrlicherweise sagen, dass das doch relativ cool ist, soweit es ist. Warum? Also im Ersten ist jetzt erstmal das aus der Covid-Geschichte vom Tisch. Aber daran hat man ja gesehen, dass diese Slots ja keiner mehr haben wollte. Ja? Und wenn die jetzt bei der ITA das auch in einer Art und Weise vom Tisch kriegen, so wie ich das gerade gesagt habe, weil das, ich meine, wenn die nicht vom Hof kriegen, die Slots, wie sollen sie dann die anderen Slots vom Hof kriegen? Also das finde ich dann immer irgendwie dann nicht passend. Und vielleicht ist jetzt der den Freunden bei der ITA-Übernahme in der EU der Zahn gezogen. Seid ihr der Meinung, dass die Lufthansa Slots abgeben muss für eine Übernahme in Rom und die Slots in München und in Frankfurt? Da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin mal gespannt, was da weiter passiert. Also abwarten. Also nur zur Klarstellung, also die ITA-Slots sind nicht vom Tisch, aber die ersten Slots sind vom Tisch und damit machen die ITA-Slots-Abgaben nämlich keinen Sinn. Das ist mein Gedanken. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen und vielleicht seid ihr auch meiner Meinung. Ein Thema, was ich fast so geil finde, wo ich mich gestern beömmelt und schlapp gelacht habe, ist, wo die Dame ihren Bewährungshelfer fragen muss, ob sie fliegen darf. Und wenn man auf Hawaii wohnt und eigentlich gar nicht wegkommt, außer mit dem Flugzeug, rein theoretisch, man kann natürlich auch schwimmen oder mit dem Schiff fahren, hat es heute wieder eine Geschichte gegeben in den USA, wo man ehrlicherweise sagt, richtig geil. Und zwar in Dollars of Worth, genau. Da hat jemand Tausende von Dollar Value aus Koffern geklaut und zwar am Flughafen in Utah. Und die haben jetzt gesagt, dass die Leute, die Kofferdiebe sind, also ich denke mal, die haben nur Inhalte geklaut, die dürfen nicht mehr Flughäfen betreten. Wie geil ist das denn? Geil ist auch, dass Letizia Marie Torres und Brianna Marie Taylor, beide 42, halt 2022 im Januar Teile, also Sachen aus den Koffern geklaut haben und jetzt vor Gericht waren. Und dort ist es halt jetzt so, dass am Salt Lake International da jetzt halt die beiden nicht mehr hin dürfen. Ich finde das richtig lustig, dass in Amerika bei solchen Urteilen auch solche Dinge gemacht werden. Ist das überhaupt in Deutschland möglich, dass man das macht? Deshalb die Frage des Tages, sollten wir in Deutschland bei Gerichten auch eventuell dazu übergehen, dass wir den Leuten nicht nur eine Geldstrafe geben oder Schadensersatzzahlungen aufbrummen, sondern auch einfach sagen, hey, du bist doof, du darfst das nicht mehr? Ist so quasi wie in China, dass Leute, wenn sie sich nicht sozial verhalten, die dürfen dann nicht ausreisen. Die haben dann kein Reiseprivileg mehr. Und das finde ich doch in meinen Augen relativ cool. Was ich auch spannend war natürlich, dass die
vorgeschlagen haben, von der Polizei, glaube ich, in Salt Lake City war das, dass man nicht mehr teures Gepäck nimmt. Also das heißt, wenn man einen Remover-Koffer hat, hat man es nicht anders verdient, als dass man beklaut wird. Weil ja so ein Koffer darauf hinweist, dass da was drin ist, was pinke-pinke kostet. Ja, kann man so sehen. Wie seht ihr das? Also sagt ihr, dass der Koffer schon sagt, ob da was Wertvolles drin ist? Ich habe schon einen Remover-Koffer gehabt und da habe ich einen Monitor drin gehabt. Ja, gebe ich zu. Ich weiß, war der jetzt teuer? Kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe mal nach Kanada von Dubai aus einen Monitor reingeschmissen. Aber ansonsten, nach Dubai oder Abu Dhabi habe ich Halal-Mat mitgenommen. Also quasi Schweinefleisch, aber islamisch korrekt. Und also das ist jetzt nichts Wertvolles. Mein Problem war eher, wenn der Koffer nicht angekommen ist, dass du das Gefühl hattest, dass der Koffer dann draußen irgendwie 2 Tage gestanden hat und dann das anfing selber zu laufen. Also das war mein Problem. War ein Remover-Koffer oder ist ein Remover-Koffer, den habe ich ja immer noch. Also hier könnt ihr einfach mal antworten, ob ein Koffer ein Anzeichen ist, ob darin was ist, was wertvoll ist. Das wäre meine Frage. Das heißt, jetzt habe ich 5 Fragen des Tages. Eine 6. wird es nicht mehr geben. Oder ne, 4 sind es, Entschuldigung, ich kann gar nicht zählen. Jetzt kommt nämlich das 5. Thema. Und zwar das 5. Thema hat was zu tun mit Qatar Airways. Und zwar Qatar Airways hat mit dem Privilege Club eine coole Aktion wieder am Laufen. Das heißt also, wenn man sich bis zum 30. November anmeldet, bekommt man 5.000 Bonus Avios für die Anmeldung. Aber für natürlich für neue Mitglieder. Und es gibt einen Promocode, den man benutzen muss. Und dieser Promocode lautet... Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich hatte ihn eben noch gehabt. Falsch geklickt und dann ist er weg. Access Black Friday. Also im Prinzip kann ich euch einen Link geben. Ich finde jetzt gerade den Code nicht mehr. Nee, er steht leider nicht drin. Aber wie gesagt, wenn ihr den Link haben wollt und ihr noch nicht angemeldet seid bei Qatar Airways, dann könnt ihr die 5.000 abgreifen. Man muss dann natürlich sagen, dass das leider nur für Neumitglieder ist. Und 5.000 sind ja nicht schlecht. Oder Sven? Ja, das ist eine Menge. Was kann ich mit 5.000 Abios machen? Dann schon mal ein Ticket anzahlen. Willst du auch mal ins Bild kommen? Nee, du bist ja genannt, ne? Ja. Aber warte, ich drehe es mal trotzdem hier. Da sitzt Sven vor sich hin in der Ecke. Da ist er. Ich arbeite. Er arbeitet. Ich habe meinen Finger im Ohr, denn ich werde gerade von der Regie aus bepöbelt, dass ich das Bild gewechselt habe. damit sagen wir einfach nur danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Eine kurze Ausgabe jetzt zum Frankfurter Stammtisch. Ihr wisst, wie ihr das zu tun habt. Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen und Kanalmitgliedschaft. Habe ich was vergessen? Nee, nochmal Kanalmitgliedschaft. Kanalmitgliedschaft soll ich nochmal sagen, sagt Sven. Ich weiß gar nicht, hört er ihn überhaupt? Weiß ich nicht, ist auch egal. Egal ist 69. An der Stelle jetzt einfach der Abspann. Bis dann. Ciao, ciao und adiosos.